Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Kraftsport oder Ausdauersport, Kardiosport. Was ist das Beste? Das Beste zum Gewicht reduzieren. Klar, erstmal das Beste zum Gewicht zu reduzieren bleibt nach wie vor die Freundin, die Küche, die Freundin auch, wenn sie in der Küche nachhilft, wenn sie mithilft. Aber auch ihr letztendlich habt ihr den größten Erfolgsprozenten ganz klein in der Küche liegen. Ihr habt 7 Tage die Woche, wo ihr euch ernähren sollt, bestmöglich mit 3 Mahlzeiten am Tag, 3 ausgewogene. Somit habt ihr 21 Mal die Möglichkeiten, euch optimal und gut und gesund zu ernähren. Versus in der Regel hat der Mensch 3-4 Mal in der Woche 60 bis 75 Minuten Zeit für einen Sport. Überlegt mal, ihr haut euch jeden zweiten Tag die falschen Nährstoffe in der falschen Menge rein. Ihr führt 800.000 Kalorien mehr zu pro oder jeden zweiten Tag, was euer Körper tatsächlich braucht. Ist dann noch unregelmäßig dazu auch noch das Falsche. So, und jetzt habt ihr versus dagegen 3 Trainingseinheiten pro Woche, wo ihr natürlich der Trainingseinheit, wenn es je nachdem wie sie läuft, je nach Stoffwechsel und durchschnittlich so um die 800 Kalorien verbraucht. Durchschnitt. Was haben wir da erreichen? Relativ wenig. Deswegen ist immer der wichtigste Faktor erstmal ganz klar Küche. Logisch, das wisst ihr jetzt alle schon. Aber jetzt gehen wir mal über zum Thema Training. Was ist besser? Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Meinungen. Die Ladies, die vertreten gerne die Meinung, stundenlang auf dem Ergometer rumzuhampeln oder auch stundenlang auf dem Crosstrainer ihr Organ zu feiern. Leider ist es ja so, dass man sieht, dass diese Damen in der Regel das tagelang machen, stundenlang. Manchmal mit noch einem Buch lesen dabei oder sonstigen sinnvollen Dingen. Und man sieht, die ändern sich nicht. Die ändern sich nicht. Die bleiben so, wie sie sind. Anfänglich, klar, sie haben sich noch nie bewegt. Sie fangen an mit Sport. Auf einmal reduziert sich das Gewicht. Klar, weil eine Zusatzbelastung dazu kommt. Aber der Körper gewöhnt sich daran. Der Körper weiß, was ihr tut. Er stellt sich darauf ein, und zwar energetisch darauf ein, und fängt natürlich an, okay, diese Sporteinheit kennen wir jetzt schon 4 Wochen, die macht das Gleiche. Das ist so ein moderates Tempo. Das bringt uns nicht groß in Wallung, lässt uns nicht schwitzen. Ist ein bisschen besser, auf dem Sofa sitzen, und schon schwuppdiwupp hat der Körper sich angepasst und hat gelernt, mit dieser Energiemenge zu haushalten. Und schon passiert nichts mehr. Tja, was machen wir da? Ganz klar, die Kombination aus beiden Sportarten, aus Ausdauertraining, wenn es geht Intervalltraining, dass man nicht in der gleichen Herzfrequenz sich befindet, dass man 2-3 Minuten zum Beispiel in der unteren Herzfrequenz sich befindet, da lässt sich ganz einfach berechnen, 220 minus Lebensalter, davon 65-70% im Wechsel mit 1-2 Minuten die 85-90er Zone, 220 minus Lebensalter, davon 85-85 ist maximal 90 für die Fortgeschrittenen, mit hoher Intensität, sodass viele Muskelfaserbündel gleichzeitig arbeiten. Schon sind wir wieder ein Stückchen weiter. Wenn dazu noch ein funktionales Krafttraining kommt, für einen Anfänger natürlich maschinengesteuert, wenn er keine gute kognitive Fähigkeit hat, aber es erstmal lernen muss, und für den Fortgeschrittenen mit Freihanteln, wo er auch noch stabilisieren muss, dann kommen wir wieder, schon wieder ein Stückchen näher. Und genau aus diesen Gründen empfehle ich grundsätzlich, wenn möglich, eine schöne Kombination von Cardio-Intervalltraining. Für den Anfänger darf es auch mal gerne ein Cardio-Training sein, gleich bleiben, zumindest bis er sich mal daran gewöhnt hat, bis er mal ein bisschen eine Routine hat. Und dann aber Intervalltraining, und zwar feuerfrei. Umso mehr ich davon mache, beziehungsweise umso häufiger ich trainiere, umso intensiver darf das sein. Ich kann auch 1-2 Minuten Unterherzfrequenz oder 2 Minuten Unterherzfrequenz, 2 Minuten Oberherzfrequenz. Das kann man im Studio machen, auf dem Ergometer, auf dem Rudergerät, auf dem Crosstrainer, auf dem Steptrainer, auf dem Laufband. Das ist egal. Man kann sogar mit dem Seilspringen machen. Man kann sogar draußen machen, auf dem Mountainbike, auf dem Radrennrad, auf dem Damenfahrrad. Es ist völlig wurscht, sogar auf Inlines geht's. Das geht alles. Man muss sich nur eins merken, umso mehr Muskelfaserbündel ich im Einsatz habe, umso intensiver das Training, umso mehr Energie verwerte ich und umso einen höheren Nachbrenneffekt habe ich. Nachbrenneffekt bedeutet, dass ihr nach dem Training eine erhöhte Stoffwechselrate habt, dass ihr über Stunden hinweg mehr Energie verbraucht, wenn ihr eure Muskelmasse nicht aktiviert habt oder nur einen kleinen Anteil der Muskelmasse. Krafttraining
Ja, im Krafttraining Grundübungen. Wer kann Grundübungen, Freihandelübungen, damit die Stabilisatoren mitarbeiten, damit wir uns im freien Raum bewegen, damit wir absichern können. Und da nutzen wir natürlich eine Vielzahl von Muskelfaserbündeln. Viel mehr, wir werden ein reines maschinenorientiertes Training machen. Das reine maschinenorientierte Training ist für Anfänger gedacht. Nach einer gewissen Zeit raus, ab ins Freihandeltraining. Zum Beispiel schönes Trainingsprogramm. 10 Minuten aufwärmen, Cardio, die ersten 3-4 Minuten entspannt, dann ein kleines Intervalltraining, dann runter ein Zirkel von Freihandelübungen, 3-4 Freihandel als Zirkel mit 10-12 Wiederholungen, 15 Wiederholungen, langsam ausgeführt, konzentriert ausgeführt, dass Muskelspannung da ist, dass wir die Muskelfasern komplett über den Gesamtbewegungsablauf immer schön in Spannung halten. Lange Reizzeit, das heißt, wir unsere 12 Wiederholungen nicht in 15 Sekunden fertig machen, sondern in 40 Sekunden. 50 Sekunden, da wollen wir hin, da müssen wir hin. Das ist intensiver Sport, der uns weiterbringt. Das bringt euch ans Ziel und alles andere ist energetisch sparsam, Routine, der Körper durchschaut euch und da wird nichts mehr passieren. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen Einblick geben konnte, was Sinn macht. Am besten ist immer die Kombination zwischen Cardio-Training, Cardio-Intervalltraining und Krafttraining. Und zwar Freihandeltraining. Wir brauchen hier keine super Maschinen, wo man einen Chip reinsteckt und irgendwelche Dinge programmiert, dass die Maschine selber arbeitet, sondern unser Chip ist hier oben. Der muss arbeiten, den müssen wir aktivieren. Der muss hier Feuer geben und dann werdet ihr auch Erfolge haben. Jawohl. Funktionales Krafttraining ist präventive Maßnahmen gegen Muskelverlust und natürlich eine Maßnahme, überschüssige Energie loszuwerden, ein Ventil einerseits und natürlich andererseits auch ein Ventil für tatsächlich nicht überschüssige, sondern Energie, die am Körper gespeichert haben. Die unschönen Depots, die wollen wir loshaben und so geht das Ganze. Ich denke, ich habe hier ein bisschen Einblick gegeben. Ich werde in nächster Zeit öfters mal wieder solche Clips machen zum Thema, wenn Kunden fragen, was auch eine Reaktion auf Kunden. Und ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit weiterhelfen. Bis dahin, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T zum Thema, was ist besser, Kraft- oder Cardio-Training? Nix, diese Aussage passt nicht. Die Kombination von beidem ist perfekt.